Herzlich willkommen heute Morgen zu unserem Gottesdienst am zweiten Sonntag vor der Passionszeit, auch Sexagesime genannt, 60 Tage nur noch bis Ostern. 60 Tage. Ich hoffe, dass Sie alle gut durch den Sturm gekommen sind oder auch weiterhin durch den Sturm kommen, weil wir sind ja im Moment nicht nur politisch, sondern auch meteorologisch in stürmischen Zeiten. Ich hoffe und ich wünsche und wir beten dafür, dass diese Situation, die sich dort besonders zwischen Russland und der Ukraine abspielt, dass sich diese Situation entspannt, zum Wohle der Menschen, die ganz unmittelbar davon betroffen sind. Zum Beispiel unter anderem auch die Soldaten und die Soldatinnen auf beiden Seiten. Menschen, die davon betroffen sind, besonders Frauen und Kinder, alle die sollten die Mächtigen im Blick haben. Und dann nach politischen Lösungen nicht nur suchen, sondern sie auch finden. So, glaube ich, kommen wir durch diese stürmischen Zeiten. Denn der Wochenspruch, der im Hebräerbrief steht, heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist auch mein tiefster Wunsch für die, die dort in der Entscheidung sind. In diesem Sinne, herzlich willkommen auch all denen, die uns später das digital zuschauen. Bekannt zu geben habe ich Ihnen Folgendes. Herzliche Einladung zur Bibelstunde am Freitag um 20 Uhr im Vereinshaus in Oberschelden und zur Gebetszeit sonntags um 19.30 Uhr ebenso im Vereinshaus in Oberschelden und am nächsten Sonntag wieder hier um 10 Uhr zum Gottesdienst. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag, je zur Hälfte für den CVM-Kreisverband und das Jugendreferat des Kirchenkreises, ergab 132,20 Euro. In der Gesamtgemeinde kamen 384,40 Euro zusammen. Hier waren es im Klingelbeutel 52,10 Euro, in der Gesamtgemeinde 253,83 Euro. Heute ist am Ausgang die Kollekte bestimmt für die kirchliche Umweltarbeit, für den christlichen Glauben, gehören die Dankbarkeit auch für die Schöpfung und auch ihre Schönheiten, die Sorge um ihre Erhaltung, der Kampf gegen ihre Zerstörung untrennbar zusammen. Mit ihrer heutigen Kollekte unterstützen wir alle die vielfältigen Umwelt- und Klimaschutzprojekte in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Danke für Ihre Gaben. Im Oktober diesen Jahres wird unsere Gemeindesekretärin Frau Doris Solms in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Daher wird zum 1. Oktober eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Die Stelle ist mit 10 Wochenstunden unbefristet ausgeschrieben. Wenn Sie jemanden kennen, für den diese Stelle möglicherweise interessant wäre, geben Sie das gerne weiter. Nähere Informationen werden Sie auf der Homepage erhalten, im nächsten Gemeindebrief und beim Matthias Knitsch. Lassen Sie uns gemeinsam das erste Lied singen, 593.
Wir feiern diesen Gottesdienst, wie wir alle Gottesdienste feiern, im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Kraft und unsere Hilfe kommt her von Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Bund und seine Treue ewiglich hält und der niemals das fahren lässt, was er geschaffen hat. Lassen Sie uns gemeinsam beten aus Psalm 119. Da der Psalm 119 ein wenig länger ist, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen. Und zwar möchte ich es gerne so mit Ihnen machen. Ich fange an und ich möchte Sie bitten, jeweils mit den eingerückten Versen zu antworten. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort. Das sagen, was du willst zu mich. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind mit vielen unterschiedlichen Gedanken, Befürchtungen, Ängsten und Freuden hierher gekommen. Wir haben uns von dir einladen lassen. Und nun warten wir auf deine gute und frohmachende Botschaft. Bei all dem, was uns tagtäglich hier umgibt an negativen Nachrichten, da könnte man schon manchmal verzweifeln. Komma, wenn du nicht da wärst. Wir vertrauen auf dich, denn du hast uns deine gute Botschaft gesagt, die Botschaft von deiner Liebe, von deinem Frieden und von deiner Barmherzigkeit. Mit diesen starkmachenden Eigenschaften, die du in unser Herz hineinpflanzt, lass uns auch nachher nach Hause gehen, gestärkt für diese Woche. Lass uns Wege zueinander finden, Wege füreinander und lass uns unter deinem Segen leben. Aber lass uns auch erkennen, dass dein Wort unser Leben in Frage stellt. Gib uns Mut, das alles zu wagen, in deinem Namen. Amen. Wir hören jetzt auf die Schriftlesung aus Lukas 8. Als eine große Menge beieinander war und sie aus der Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann auszusäen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.
und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Und da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen, und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören, und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens. Und sie bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen, und bringen Frucht in Geduld. Lasst uns gemeinsam bekennen, was wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das nächste Lied, 592, 1 bis 3.
Gnade sei mit uns, Friede und Freude von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Das Wort Gottes ist lebendig, so heißt es bei Hebräer. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Es gibt niemand, dessen Inneres vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schulden. Amen. Es gibt so Phasen im Leben, da denkt man auch, die militaristische Sprache des Neuen Testamentes ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn hier von einem Schwert die Rede ist, das das Mark der Knochen freilegt. Dann denke ich eher an einen Metzger, der mir ein schönes Schnitzel dann bereitet oder wie auch immer, oder auch ein schönes Kotelett. Aber heutzutage denken wir natürlich auch daran, was in der Welt so alles so vor sich geht und wo überall Krieg und Kriegsgeschrei ist, wo ich mir als normal denkender Mensch, und manchmal bilde ich mir das tatsächlich ein zu sein, wo ich mir dann sage, was soll das eigentlich? Was soll der ganze Stress? Was soll der Streit untereinander? Warum denn eigentlich Streit zwischen Nationen, Streit zwischen Menschen? Aber es ist nun mal, wie es ist. Waffenlieferungen nach der Ukraine werden von Deutschland aus gutem Grund abgelehnt. Ein Kommentator hat ja mal sehr deutlich gesagt, wenn Deutschland jetzt Waffen liefert, dann kann das ein Vorwand sein. Und wenn ich an 1939 denke, auch da gab es nur einen Vorwand und daraus ist die schrecklichste Zeit aller Kriege entstanden, die wir kennen. Wir hoffen, wir beten und wir wünschen uns, dass diese Gedanken wirklich nur Gedanken bleiben und dass keiner auf die Idee kommt, dies umzusetzen. Deswegen kann man auch diese Worte, die der Hebräerbrief damals gebraucht hat, auch einmal anders verstehen, indem man sie anders interpretiert, indem man auf den Vers 13 einfach mehr Wert legt. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Wir als Menschen sind ihm offenbar. Als der Hebräerbrief geschrieben wurde, da befand sich das Christentum in einer Phase, der Langeweile. Es war schon lange Zeit vorbei, dass die heißen Kämpfe gewesen sind. Die römische Gemeinde hat sich mit dem arrangiert, was ihr in Rom entgegengeschlagen ist. Mag sein, dass auch von dem Feuer der ersten Jahre nur noch kleine Flammen übrig geblieben waren und dass das Wort Gottes im Alltag untergeht oder vielleicht hier und da nur noch feierlich heruntergebetet wurde. Darauf weist uns jedenfalls eine andere Stelle im Hebräerbrief hin, der sagt, darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Harthörig oder schwerhörig gegenüber den Worten Gottes, die im Alltag verklingen, die vielleicht sogar auch total untergehen, vielleicht auch gar keine Rolle mehr spielen. Und auch ein bisschen träge scheinen die Menschen geworden zu sein. In Rom, der Weltstadt der damaligen Zeit, da hat es genügend andere Philosophien, da hat es genügend andere religiöse Angebote gegeben, die neu anregen, die vielleicht hier und da auch etwas Interessantes zu sagen haben. Es scheint wohl so zu sein, dass einige die Gemeinde verlassen haben, ihr den Rücken gekehrt haben. Wie dem auch sei, jedenfalls der Verfasser des Hebräerbriefes, er reagiert auf diese Situation, indem er die Lebendigkeit und die Schärfe des Wortes Gottes ganz neu in Erinnerung bringt. Der Verfasser dieses Hebräerbriefes wirkt
damit dem erstarrten und in Tradition versteinerten Wort Gottes entgegen. Das Wort Gottes, natürlich sichtbar im Reden und Handeln des Jesus Christus, den wir kennen. Und das ist für ihn nicht Vergangenheit, es ist Gegenwart und es wird auch Zukunft sein. Das Wort Gottes, davon ist er zutiefst überzeugt, es wirkt jetzt, es wirkt mitten in der Gemeinde Gottes. Es ist nicht nur eine scharfe Anrede, eine Verurteilung der Gemeindemitglieder, die sich vielleicht falsch und träge verhalten. Mit Ermahnungen, so ist er sich sicher, und mit Drohen kommt man hier nicht weiter. Obwohl er an manchen Stellen beides zeigt, dass er auch mahnt, dass er ermahnt, aber das Wichtigste ist, dass er die Menschen tröstet und dass er sie da abholt, wo sie gerade auch sind. Letztlich ist also dieser Hebräerbrief kein drohender Zeigefinger, der den Menschen immer zeigt, wo es lang geht, sondern es ist die ausgestreckte Hand. Die ausgestreckte Hand Gottes, die uns Menschen einlädt, diese Hand Gottes zu ergreifen und sich vertrauensvoll darauf einzulassen und dann letztlich auch in die Gemeinschaft der Glaubenden zurückzukehren. Denn Glaube allein ist zwar auch schon viel wert, ist zwar auch schon schön und gut, aber was will ich denn, wenn ich meine Fragen nicht loswerde oder wenn ich meine Klagen nicht loswerde oder wenn ich meine Lusten, meine Freude nicht loswerde, wenn ich in der Gemeinde nicht auch mal sagen kann, ha, schön dich zu sehen. Ja, wenn ich keinen sehe, kann ich es nicht sagen. Deswegen auch in die Gemeinschaft der Glaubenden zurückzukehren, das war für ihn auch damals eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn der Gott, an den der Verfasser dieses Hebräerbriefes glaubt, er ist nicht alleine dieser Schwertkämpfergott, von dem man vielleicht den Eindruck haben könnte, er geht hier mit dem Schwert herum, er legt alles blank und offen und frei, sondern er ist zutiefst davon überzeugt, dass dies ein Gott des Friedens ist, ein Gott der Liebe, ein Gott der Barmherzigkeit. Vor unseren Versen redet der Hebräerbrief von der Ruhe Gottes. Nicht in dem Sinne vielleicht, in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Ruhe Gottes werden wir einmal einst alle ruhen, wenn alle Unruhe vorbei ist. Sie kennen sicherlich alle die Geschichte von dem Damoklesschwert. Damokles war damals ein Günstling, der in antiker Zeit am Hofe des Tyrannen von Syrakus gelebt hat. Ein Günstling, das heißt, er durfte sich alles Mögliche erlauben. Vielleicht auch so wie die Gaukler am Hofe im Mittelalter, die durften sich auch alles erlauben. Dafür musste er allerdings eine Demütigung seines Herrn deutlich hinnehmen. Denn so gewährte der Tyrann dem Damokles die köstlichsten und erlesensten Speisen und Getränke, aber er musste sie unter einem Schwert zu sich nehmen, das in einem ganz dünnen Pferdehaar direkt über seinem Kopf schwebte. Natürlich konnte jeden Moment das Schwert hinabfallen und den Damokles mit seiner scharfen Spitze durchbohren. Und auf eine solch zynische Art und Weise wollte der Tyrann ihm die Vergänglichkeit des Glücks vor Augen führen, das er am Hof genießen durfte. An dieses Damoklesschwert wurde ich erinnert, als ich die Verse im Hebräerbrief las. Denn dort ist ja auch von Worten die Rede, die schärfer sind als jedes zweischneidige Schwert. Worte, die die Seele, den Geist durchbohren. Mark und Bein und sind ein Richter der Gedanken. Natürlich wissen wir das. Worte können mitunter sehr scharf sein. Manchmal müssen sie es auch. Scharf wie ein Schwert. Aber manchmal bewundere ich unseren Bundeskanzler, der in aller Ruhe dann da sitzt, wo man erwarten würde, oh, der muss doch jetzt. Die ganze Presse verlangt ja eigentlich danach, dass er jetzt endlich mal aus sich rausgeht, mal sich tobt. Auch dem Herrn Putin gegenüber. Und er sitzt in aller Seelenruhe, sitzt er ihm gegenüber. In aller Seelenruhe. Denn er weiß genau, scharfe Worte, die verklingen. Die kommen vielleicht gar nicht an. Gut, ich meine, der Tisch war ja auch riesengroß, da musste man ja schon brüllen. Aber wie auch immer. Er hat es verstanden, die Welt zu überraschen, indem er schlicht und einfach gesagt hat, wir haben einen Plan. Und das frage ich mich manchmal bei all den Worten, die auch in den christlichen Gemeinden gemacht werden, haben wir tatsächlich einen Plan? Spitze Worte, beißend im Spott, manchmal sogar auch ehrabschneidend in der Unverblümtheit, zynisch manchmal
in ihrer Hinterlist. Wir wissen, dass böse Worte können töten. Und wie so oft werden sie wohl täglich auch gesprochen. Worte, die die Wahrheit oder das, was sie dafür halten, den Menschen auch manchmal um die Ohren geschlagen werden. Aber Gottes Wort, kann es einem denn überhaupt wehtun? Ist Gottes Wort jemals verletzend gewesen? So habe ich es jedenfalls noch nie empfunden. Wohl weiß ich, dass es nicht immer nur gütig und einfühlsam und barmherzig sein kann. Natürlich, manchmal muss man auch schon mal deutliche Worte gebrauchen. Aber es geht eben nicht, dass wir es so tun, wie es auch in der katholischen und in der evangelischen Kirche getan worden ist, in den 50er, in den 60er Jahren, bis in die Neuzeit hinein, dass Kinderseelen zerstört werden, auch mit Worten. Das kann und darf nicht sein. Denn es geht doch schließlich um die Wahrheit, die Gott uns immer wieder nahe bringt. Die Wahrheit seiner guten und frohmachenden Botschaft. Dazu muss ein Wort klar und deutlich sein. Gerade das fordern ja viele katholische Christen von ihrer Kirche ein, wie ich finde, auch zu Recht. Und ob es nun der richtige Weg ist, dass sie ihre Kirche verlassen, dass viele von ihnen noch in die evangelische Kirche kommen, darüber freuen wir uns natürlich. Aber wir sehen es mit einem lachenden und natürlich auch mit einem weinenden Auge. Aber bei uns Christen ist es oftmals auch so, dass wir manchmal oftmals auch viel zu viele Worte machen. Jeder weiß doch eigentlich mittlerweile, wie der andere zum Heil kommen kann. Und dabei berufen wir uns ja immer wieder auf das Wort Gottes. Aber ich weiß auch, dass das oftmals nicht so einfach ist. Denn oftmals ist es unsere Besserwisserei, die andere einfach von uns wegtreiben. Wir schreiben Gott manchmal sogar auch vor, wie seine Worte zu verstehen sind. Und dann frage ich mich immer, was bedeutet es eigentlich, Wort Gottes? Ich dagegen bin auch der tiefsten Überzeugung, dass wir Menschen drei Dinge am nötigsten brauchen. Und das sind eben die drei Dinge, die ich nicht müde werde, immer wieder zu sagen. Liebe, Barmherzigkeit und Frieden, das sind eben die drei Dinge, die wichtig sind. Meine Mutter hat immer gesagt, Jung, mit dem Hut in der Hand kommst du durch das ganze Land. Da habe ich gesagt, erstmal habe ich keinen Hut. Gut, jetzt habe ich einen, der liegt da beim Auto. Aber mit den drei Dingen, Liebe, Frieden und Barmherzigkeit, das sind die drei Dinge, mit denen ich völlig überzeugt bin. Mit den drei Dingen kommen wir nicht nur durch das ganze Land, sondern damit kommen wir um den ganzen Erdball. Das sind ja nicht anderes als Forderungen Jesu oder anderes gesagt, damit bringt er ja das Christentum auf den Punkt. Und ich denke, dass der Hebräerbrief auch genau dazu ermahnt, so wie viele andere auch, Paulus, Johannes, die Evangelien, alle reden ja eigentlich im Grunde genommen von nichts anderem. Alle machen natürlich viele Worte und besonders der Paulus, der hat das immer gut verstanden, viele Worte zu machen, wo wir immer sagen, was will er uns jetzt sagen? Eigentlich meinen alle diese drei Dinge, Liebe, Frieden und Barmherzigkeit. Wenn wir Christen diese Dinge uns auf die Stirn schreiben oder auf die Brust oder wo auch immer, dann kommen wir weit. Wie weit wird sich zeigen? Aber was ein verstehendes Wort alles vermag, das hat Jesus ja einmal selbst eindrücklich vor Augen geführt. Eine kleine Begebenheit, die im Johannesevangelium da geschildert wird, wo von der Ehebrecherin die Rede ist. Es sind Schriftgelehrte und Pharisäer, die Frau voller selbstgerechter Empörung in die Mitte der Versammlung zerren, um sie öffentlich bloßzustellen. Gleichzeitig hatten sie natürlich einen bösartigen Hintergedanken, denn sie wollten Jesus ja auf die Probe stellen, wollten seine Gesetzestreue testen. Auch da fühlte ich mich wieder an unseren Bundeskanzler erinnert, Jesus, der in aller Ruhe dort gesessen hat. Die Menschen, die die Frau zu ihm brachten, schimpften laut und sagten, wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Gottes Gebot sieht doch für diesen Fall vor, dass sie gesteinigt werden muss. Nun urteile du mal, Jesus, was sagst du denn dazu? Aber was soll Jesus nun dazu sagen, wenn für die Ankläger ja eh schon alles klar ist? Und die Frau, wieso sollte sie Reue zeigen für das, was sie getan hat, wo doch alle bereits festgelegt sind? Die Indizien sprechen ja klar gegen sie. Sie bleibt verschlossen, sie ist uneinsichtig. Doch Jesus lässt sich in dieser Situation eben nicht hineinziehen, in diese aufgeheizte Atmosphäre,
aus aufgebrachten Gefühlen, aus hochgespielter Empörung. Er wird so geschildert, dass er schweigend und nachdenklich dasitzt. Und dann hat er ein klärendes Wort für sie alle, die dastehen und die Verurteilung der Frau fordern, indem er einfach sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ein offenes Wort, das mit Sicherheit die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal total verblüfft hat. Denn damit haben sie nicht gerechnet. Und dieses ist ein sehr offenes Wort, offen insofern, dass niemand festgelegt wird und dass keiner vorab verurteilt wird im Sinne von, ihr seid, ihr bleibt, allemal Heuchler. Nein, Jesus nimmt die Ankläger in ihrem Eifer sogar auch sehr ernst und sagt, wenn ihr ohne Sünde seid, na bitte, dann tut doch das, was das Gesetz sagt, dann werft doch eure Steine, tut, was euer Gewissen euch sagt. Aber seid auch offen genug euch selbst gegenüber, fragt euch selbstkritisch, seid ihr denn ohne Sünde? Da müssen die Pharisäer und Schriftgelehrten in dieser Erzählung aus dem Johannesevangelium im tiefsten ihres Herzens auch zugeben, klar, ohne Sünde sind wir natürlich nicht. Wer ist denn schon ohne Sünde? Zwar Ehebruch haben sie wahrscheinlich nicht begangen, aber das wissen wir auch nicht. Doch was tun und unterlassen sie nicht alles, was Gott missfallen dürfte? Aber davon alleine können wir uns ja auch nicht freisprechen. Dann werden sie uns geschildert als Menschen, die dann nachdenklich von dannen gehen. Nach diesem offenen Wort für die Ankläger hat Jesus dann allerdings auch ein offenes, aber auch zugleich erlösendes Wort für die beklagte Frau. Er sagt, wenn sie alle in ihrer Empörung dich nicht verurteilen mögen, dann will ich dich auch nicht verurteilen. Du sollst spüren, dass Gottes Güte keine Grenzen kennt. Verändere aber in Zukunft dein Leben und sündige nicht mehr. Nun, wie die Frau auch immer gedacht hat, gefühlt hat, wie auch immer, es wird nicht geschildert. Aber sie geht frei von dann. Gottes Wort, so sagt es der Hebräer, ist scharf geschliffen, wie ein zweischneidiges Schwert. Ist ein Richter der Gedanken und Regungen des Herzens. In dieser Geschichte aus dem Johannesevangelium konnten wir das hautnah miterleben, dass das Wort Gottes nicht drohend ist und nur strafend. Obschon Jesus ja keineswegs die Schuld dieser Frau leugnet oder vielleicht sogar auch verharmlost. Aber sein Urteil ist klar und eindeutig. Aber es ist getragen von dem Geist der Barmherzigkeit, des Friedens und der Liebe. Und darum ist es lebendig und darum ist es wirksam, so wie es der Hebräer betont. Und in diesem Sinne ist das Wort Gottes auch energisch. Und in diesem Sinne ist es auch gemeint. Denn in diesem Wort Gottes steckt Energie. Darum werden wir Liebe und Barmherzigkeit niemals versagen. Denn gerade sie besitzen ja die nötige Energie. Sie haben die Kraft und sie haben den Schwung, sich durchzusetzen. Das ist auch das, was die Menschheit im Moment hofft, dass sich das durchsetzt in den Köpfen derjenigen, die für Entscheidungen zuständig sind, die sie eigentlich nur zum Frieden treffen können. Offen gesagt, mit einer solchen Perspektive kann ich leben, weil ich weiß, aus dem Wort Gottes weiß, worauf es ankommt und worauf ich mein Vertrauen setzen kann. Und ich bin sicher, dass es im Geiste Gottes auch Lösungen geben wird, dass es Aufbruch geben wird, denn ich vertraue. Ich vertraue seiner Wirksamkeit, seiner lebensschaffenden, seiner lebenserhaltenden Kraft. Gerade und auch in Pandemiezeiten, in Krisenzeiten wie den diesen. Amen. Der Friede Gottes, er ist höher als all unsere Vernunft. Und er ist es auch, der unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bewahrt. Amen. Lasst uns das nächste Lied singen.
Lasst uns gemeinsam stehen, soweit Sie können, und Fürbitte halten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, zuerst ist es dran, dass wir dir danken. Danken für all das, was wir haben und für all das, was wir sind. Auch, dass wir hier in unserem Dorf, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt Frieden haben. Dass wir nicht befürchten müssen, dass uns Bomben und Granaten und Kugeln um die Ohren fliegen. Deswegen hoffen wir mit all denen, die in den Krisengebieten dieser Welt leben, dass Frieden kommt. Denn mit deinem Zuspruch, deiner Liebe, deinem Frieden und deiner Barmherzigkeit hast du uns wieder froh gemacht. Wir schauen in unserer Ängstlichkeit oftmals nach unten und wie oft siegt unser Kleinmut über unseren Glauben. Deshalb hast du uns angesprochen und richtest unseren Blick auf dich. Wir haben gehört, dass du uns brauchen willst, damit auch andere Menschen froh und zuversichtlich werden. So mach du uns zu deinen Botschaftern, die die Nachricht von deiner Nähe und Hilfe zurücktragen in unsere Häuser und Familien, in unsere Gemeinde, zu unseren Freunden und Bekannten. Es gibt viele, die auf ein gutes Wort warten. Es gibt viele, die unter Einsamkeit, Ratlosigkeit und Verzweiflung leiden. Hilf uns, unsere Verlegenheit und Zurückhaltung zu überwinden. Lass uns fröhliche Bekenner deiner Güte sein, ohne die wir keinen Tag bestehen können. Wenn wir Großes nicht ausrichten können, dann lass uns im Kleinen treu sein. Zeige uns, wo du auf uns wartest und was du von uns erwartest. Herr, wir trauen es deinem Wort zu, das schneiden kann, das tief schneiden kann, das auch tief eindringen kann und auch tief in unser Herz eingedrungen ist. Lass es aber auch in das öffentliche Leben hineinwirken. Lass es spürbar sein, wenn sich Politiker um Frieden und Recht bemühen, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber einen gerechten Lohn aushandeln. Wenn Menschen auf die Straße gehen, dann zeig du ihnen, dass uns am Frieden gelegen ist. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und wenn wir auch unterschiedliche Positionen austauschen. Aber lass uns im anderen Menschen immer den Menschen sehen und nicht den Gegner. Wir bitten dich für alle Kranken in unserer Gemeinde. Stärke du sie und stell du dich auf ihre Seite. Alles Weitere, was uns belastet und alles Weitere, was wir mitgebracht haben, was uns belastet, was uns freut, was uns vielleicht auch ärgert, aber woraus wir am liebsten etwas machen würden, das lass du uns sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns Lied 587 singen, und zwar zweimal hintereinander. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe für jede Schwierigkeit, für jedes Problem, das das Leben dir schickt, einen Freund oder eine Freundin es zu teilen, für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet. Es segne und es behüte uns, der barmherzige und der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Danke all denen, die an diesem Gottesdienst mitgearbeitet und mitgewirkt haben, hinter der Kamera, vor der Kamera und all denen, die für uns hier eine gute Atmosphäre geschaffen haben. In diesem Sinne, alles Gute, kommen Sie gut nach Hause, haben Sie einen schönen Sonntag noch.